willkommen zu einem neuen Video und zu einem neuen Haul. Ich habe eingekauft und zwar, hier seht ihr es, habe ich bei Timo eingekauft und die Sachen wollte ich euch jetzt zeigen. Ich muss jetzt ehrlich sagen, die Sachen sind auch schon länger bei mir. Ich bin leider nicht dazu gekommen, dass ich die euch gezeigt hätte, weil ich einfach viel Stress hatte. Ja, und ein paar Sachen sind auch schon in Anwendung. Falls ich nach oben gucke, da oben ist eine fette Spinne über mir an der Decke und da gucke ich immer wieder hin, ob die noch da ist. Denn wenn die nicht mehr da ist, bekomme ich ein bisschen Panik. Ja, genau. Ich habe bei Temu eingekauft, wirklich ein paar Sachen. Ich glaube für insgesamt irgendwas mit 50 Euro. Bin mir jetzt aber nicht mehr sicher, weil ich einfach den Shop mal testen wollte. Da schwärmen ja, beziehungsweise es war jetzt eine Zeit lang echt voll der Hype. Mittlerweile, glaube ich, ist es so ein bisschen abgeklungen. Aber ja. Da wollte ich jetzt einfach mal gucken. Zwei Sachen sind schon in Anwendung. Und zwar einmal ein Rasiererhalter für die Dusche zum an die Wand kleben. Bis jetzt hält er zumindest. Und ich finde ihn super, weil ich meinen Rasierer nicht auf den Boden legen muss. Und was ich auch bestellt habe, ist einmal für Maya eine Kappe. Die hat leider nicht gepasst. Die habe ich zu klein bestellt. Da kann aber Temu tatsächlich nichts dafür, beziehungsweise der Hersteller nichts dafür. Und dann habe ich noch einmal bestellt so ein kleines Spielzeug, so ein Schnüffelspielzeug für Maya, wo sie eben die Leckerlis suchen kann, indem sie die Sachen da drauf verschiebt. Ich gucke, dass ich euch da auch ein Bild verwende. Also die Sachen, bis auf die Kappe, die ja nicht passt, verwenden wir tatsächlich bisher auch sehr, sehr gut. Deswegen, ja, mal gucken, was wir noch so hier drin haben. Das versauert hier ein bisschen, habe ich mir extra gekauft, muss ich jetzt unbedingt reingucken. Ja. Ach ja, und eins verwende ich noch, die Hausschuhe. Ich habe nämlich Hausschuhe, so flauschige Hausschuhe habe ich bestellt. Und die sind tatsächlich in meinem Koffer drin, die nehme ich für unterwegs mit. Die sind wirklich super, super schön flauschig, die mag ich gerne. Die sind auch sehr, sehr bequem. Aber im Haus habe ich lieber meine Birkenstock-Schuhe. Da finde ich die einfach ein bisschen besser, weil das Fell nicht immer so angenehm ist, vor allem wenn es sehr warm ist und wenn man schwitzt oder wenn man frisch geduscht ist und nasse Füße hat, dann in dieses Fell rein, ist nicht so schön, deswegen verwende ich hier zu Hause eher das und unterwegs, wenn ich bin, dann eben diese Fell. Aber die sind echt mega bequem. Und dann habe ich mir noch einmal geholt ein Sieb, ein Schüsselsieb. Ich habe mir tatsächlich gedacht, es ist größer. Da soll man eben Nudeln oder irgendwas reintun können, was man abwaschen kann. Für Beeren oder so oder für Gemüse, glaube ich, ist das nicht schlecht und soll dann eben das Wasser abfließen lassen können, ohne dass die Sachen rausfallen. Finde ich an sich nicht schlecht. Ich werde auf jeden Fall runterwandern. Wie gesagt, ich dachte mir, dass die ein bisschen größer ist, die Schale. Aber okay, ist jetzt so. Hätte mir ja bloß die Anleitung mal durchlesen müssen. Aber ich finde es an sich einfach mega praktisch. Und dann haben wir einmal so ein Haarteil. Das hatten wir ja schon. Ich dachte eigentlich, dass die Klammer da auch dabei ist. Aber nein, die Klammer ist nicht mit dabei. Und zwar ist das einfach wieder so ein Haarding mit zwei Haargummis, wo man das dann eben festmachen kann. Das, was ich letztes Mal bestellt habe bei... Das habe ich zur Campus-Tüte mit dazu bekommen. War nicht so meins. Das ist tatsächlich ein bisschen hochwertiger, muss ich jetzt sagen. Also dicker, auf jeden Fall dicker. Und das werde ich auf jeden Fall testen. Bin ich mega gespannt, ob das funktioniert. Wir werden es auf jeden Fall testen. Und dann habe ich... ja, das ist tatsächlich etwas, was nicht gut ist, muss ich jetzt ehrlich zugeben. Das hat mein Mann getestet. Und zwar Pet Shaver. Das ist einmal so ein kleiner Rasierer für zwischen die Pfoten, dass man da die Haare rausrasieren kann. Und das hat wirklich nicht funktioniert. Das hat leider wirklich nicht funktioniert, kann ich euch nicht empfehlen. Deswegen sage ich da auch nicht mehr dazu. Dann habe ich, weiß nicht, was habe ich hier drin? Das sind Sachen, die die Menschheit braucht. Ich habe mir eine Soßenhalter gekauft. Für meine Süß-Sauer-Soßen. Also ich muss gucken, ob die da reinpassen. Ich habe tatsächlich eine unten, das werde ich auch machen. Aber ich fand sowas im Auto, finde ich, ja. Das war einfach so ein kleines Gadget, das musste sein, weil ich liebe Chicken Nuggets und ich liebe Süß-Sauer-Soße. Und man weiß immer unter der Fahrt nicht, wie man das dann handhaben soll, wenn man im Auto was kauft und so. Ich glaube, die nehme ich sogar die nächsten Tage mit, dass wir das testen können, weil wir wahrscheinlich eh zum Mac gefahren, wenn wir auf Österreich fahren. Oh, ich fand das so cool. Ich fand das einfach so cool. Musste sein. Musste sein. War auch nicht teuer. Dann haben wir einmal so einen Clip. Ich glaube, da habe ich auch mehrere gekauft, wenn ich mich nicht alles täusche. Muss ich tatsächlich gucken. Und zwar ist es ein Clip, den man hinten eben an die Wand anbringen kann. Das schiebt man dann eben hier rein. Das nehme ich dann auch gleich mit runter. Und hier kann man dann eben so Besen oder so reinklippen. Finde ich einfach mega praktisch. Und wir haben unten tatsächlich viel Besen rumfliegen. Deswegen habe ich mir das einmal mitgeholt. Und das wird auf jeden Fall auch gleich runterwandern. Tue ich gleich zu der Soße dazu. Wie gesagt, ich hoffe, ich vergesse nicht, werde es euch mit aufnehmen, ob es funktioniert oder nicht. Oder ob es beim ersten Mal benutzen auseinanderfällt. werden wir auf jeden Fall testen.
Dann haben wir, ja, wollte ich einfach für unterwegs haben, da ich tatsächlich einfach keinen habe. Und zwar einen kleinen Regenschirm. Bloß die Spinne bleibt oben hoffentlich. So, wie mache ich den jetzt auf? Wo muss ich den denn hinbekommen? Ach, jetzt ist er drin. Ja. Ich sehe zumindest keine Löcher, muss ich jetzt sagen. Das Einzige, die biegen sich nicht so wirklich nach außen. Die muss ich noch ein bisschen hindrücken. Und das ist, glaube ich, ein bisschen verbogen. Also es ist jetzt nicht das Stabilste, muss man jetzt ehrlich sagen. Aber ich finde, für den Preis kann man auf jeden Fall nicht sagen. Das sieht jetzt gar nichts von mir, gell? Ist auf jeden Fall blau und hat hier so einen Druckknopf, wo man den dann eben auch wieder schließen kann und dann wieder verstauen kann. Finde ich gar nicht schlecht. Finde ich gar nicht schlecht. Und ich habe den eh meistens in der Tasche drin und gehe nicht so glimpflich bzw. so toll mit meinen Regenschirmen um. Deswegen macht es nichts, dass das jetzt nicht der teuerste ist. Mal gucken, wie lange der hält. Bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Aber er wirkt jetzt erstmal, also vom Material her wirkt er gar nicht so schlecht, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ja, hätte ich nicht gedacht. Bin ich gespannt, den mache ich später zusammen, weil das kriege ich jetzt eh nicht hin. Kann ich auf jeden Fall brauchen, werde ich auch die nächsten Tage mitnehmen, wenn wir auf Österreich fahren. Wie gesagt, Spinne, tut mir leid. Und dann haben wir, die musste ich tatsächlich testen. Von denen habe ich nämlich tatsächlich einiges gesehen. Und zwar sind es diese Teppich-Saubermacher-Teile. Die wirken tatsächlich hochwertiger, weil ich habe Videos gesehen, das sind es Plastikteile. Das ist tatsächlich Metall mit Holz. Bin gespannt, ob die das dann tatsächlich runterziehen. Das sind jetzt 2 Stück mit drin. Ich werde es testen, weil wir haben einen guten Teppich unten, der auf jeden Fall sehr haarig ist. Bin ich sehr gespannt. Bin ich sehr gespannt. Und dann habe ich einmal gekauft, ja, Hundebeutel. Hundebesitzer, Hundebeutel. So, das war aber noch nicht alles. Die wollte ich schon lange haben. Die habe ich mir auf Shein immer wieder angeguckt. Und dann habe ich mir gedacht, gucke ich, ob es sie da auch gibt. Ja, da gibt es sie. Das sind einmal so Brillenputzteile. Ja, ich kann euch leider nicht, da nicht sagen, ob sie die Brille kaputt machen, denn meine ist schon kaputt. Da löst sich leider die Beschichtung. Ich werde es trotzdem probieren. Mal gucken, ob sie mir kaputt machen. Das sieht auf jeden Fall aus, als wenn ein Bettlaken drüber gespannt wäre irgendwie. Bin ich gespannt, ob die funktionieren. Ich werde auch meiner Mama welche zu testen geben. Dann kann die auch noch ein bisschen was dazu sagen. So, und dann habe ich einmal mit... Ja, das ist auch so eine Sache, die, da habe ich mich influenzen lassen. Von der lieben Kathi, die, glaube ich, hat die. Und zwar sind es solche Armteile. Ja, es sind keine Schweißbänder, sondern solche Armbänder, die es verhindern sollen, dass Wasser runterläuft, wenn man zum Beispiel Gesicht wascht und so weiter. Und ich hasse es, wenn da das Wasser so runterläuft, deswegen dürfen die auch. Ja, ist es kompliziert, dass man dann die ständig rauf und runter tut? Ja, mache ich es trotzdem? Ja, weil ich das einfach eklig finde, wenn mir hier Wasser runterläuft. Fand ich auch einfach cool. Und für den Preis, wie gesagt, kann man das mal machen. Was haben wir noch? Habe ich einmal eine Hülle. Die wollte ich eigentlich schon länger verwenden, beziehungsweise, ja, es ist noch Weihnachten. Weihnachten ist jetzt vorbei, also kann ich es vergessen. Werde ich bis nächstes Jahr aufheben. Es soll auf jeden Fall für ein iPhone 14 sein. Probiere ich das jetzt? Nein, ich probiere es nicht. Mache ich heute auch nicht mehr, das werden wir trotzdem miteinander testen. Ob da tatsächlich ein iPhone 14 reinpasst von der Größe her, wird es auf jeden Fall passen. Wenn man das jetzt anguckt, das ist genauso groß, das ist genauso breit. Also ich denke schon, dass das passt von der Größe her. Aber wie gesagt, es macht jetzt keinen Sinn, noch eine Weihnachtshülle drauf zu tun. Die wird dann auf jeden Fall Ende des Jahres wieder verwendet. Und dann haben wir, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ja, eine UV-Taschenlampe. Ist da jetzt keine Batterie drin? Eine Batterie hätten sie schön reinpacken können, gell? Oh, wahrscheinlich, was ist das? Oh, Batterien sind das. Und zwar eine UV-Lampe. Ihr wisst ja, ich habe die Miniverse-Sachen gekauft und da nehmen so viel immer diese UV-Lampe her, um das eben trocknen zu lassen. Und deswegen habe auch ich mir eine UV-Lampe bestellt. Ich bin gespannt, ob die funktioniert. Ich habe keine Ahnung, aber das werden wir auf jeden Fall dann auch spätestens in dem TikTok, wenn ich Miniverse mache, testen. Genau. War aber immer noch nicht alles. Ich habe auch noch geholt. Ah ja, hier haben wir noch 2 dieser... Ich hätte gedacht, ich habe noch 2 gekauft. Nö, bloß 1. Und dann habe ich mir gekauft, einmal Karabiner. Das hat tatsächlich auch einen weiteren Hintergrund. Und zwar werde ich die für die Arbeit verwenden. Denn es ist oft so, dass ich nicht weiß, wo ich die Infusionen hin tun soll. Und die passen sehr schön durch die Schlaufe von den Infusionen. Und dann könnte man die super irgendwo hinhängen. Und deswegen habe ich mir die bestellt, weil die kann ich einfach an den Gürtel dran tun. Sie runternehmen, wenn ich sie brauche. Ja, ein kleiner Rettungsdienst. Braucht es unbedingt? Nein. Es ist praktisch. Mega. Also für Rettungsdienst mega.
Und dann habe ich mir einmal geholt eine Bürste. Und zwar ist das so eine Bürste, wo man oben eben Spülmittel reintun kann und dann eben bürsten kann, logischerweise. Fand ich auch mega praktisch, deswegen durfte ich das auch mit. Das sind halt, ich bin halt so ein Fan von Gadgets, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ich bin Fan von Gadgets. Da kann man mich einfach haben damit. Und dann habe ich auch noch eine Halloween-Hülle bestellt. Die fand ich auch mega süß. Die wirkt jetzt ein bisschen dünner, muss ich jetzt ehrlich sagen. Keine Ahnung, ob das dann passt. Ja, obwohl, doch, ist gleich. Aber macht jetzt, wie gesagt, auch keinen Sinn mehr. Leider, leider. Ich habe zu lange gewartet. Und dann habe ich einmal geholt, ja, wenn man nicht mehr weiß, was man gekauft hat, gell? Ist das so ein Teppich-Dingens? Entare? War das ein Entare? Ich glaube, das war ein Entare, aber ich bin mir nicht sicher. Ich muss tatsächlich nochmal gucken. Steht halt auch nicht auf Deutsch drauf, ne? Habe ich ein bisschen ein Problem. Aber ich glaube, dass das ein Entare oder so war. Wirkt auf jeden Fall sehr billig. Also keine Ahnung, was das sein. Oh, ein bisschen Drecks. Zieht es auf jeden Fall runter, muss man sagen. Muss ich nochmal gucken. Kann ich euch leider jetzt nicht zu 100% sagen, aber es wirkt schon sehr billig. Je nachdem, was es ist. Es wirkt sehr billig. Dann habe ich mir einmal gekauft, die habe ich tatsächlich für die, ah ja, hier ist das Glück, ich habe doch gewusst, ich habe drei gekauft. Hier drei so Handtuchhalter gekauft, die man einfach an die Küche dran kleben kann und dann die Handtücher einfach da dran klipsen kann, weil mich das nervt, wenn die über den Ofen, wie kommt man so schwer rein und bla und blub. Und da werde ich auf jeden Fall jetzt einen schönen Platz dafür suchen, dass ich die da endlich reintun kann. Spinne bleibt so. Und dann habe ich, ach ja, ein Kabelhalter. Fand ich einfach cool. Hier ist auch so ein Gadget, wo man sagt, braucht es? Ich weiß es nicht. Aber ich finde es tatsächlich mega nervig, wenn man ein Kabel hat und die dann ständig vom Boden aufheben muss. Und das soll das eben verhindern. Muss ich gleich mit rübernehmen, weil mein Mann bekommt auch eins. Werde ich auf jeden Fall an das Nachtkästchen dran tun, damit ich mich nicht ständig runterbeugen muss. Und das erstmal von den ganzen Haaren befreien muss. Die Maya am Boden verteilt, muss man jetzt ehrlich sagen. Und ja, ich finde es einfach cool. Muss ich tatsächlich sagen, ich finde es cool. Ich muss jetzt aufteilen, wo die Sachen hinkommen. Was runterkommt, was rüberkommt und so weiter. Und dann habe ich einmal das hier gekauft. Das ist fürs Auto, das muss ich noch ins Auto tun. Und zwar ist das einmal ein Gurtschneider. Ja, wie sagt man da? Also man muss das da aktivieren, indem man das vorne runterzieht. Dann kann man den Gurt abschneiden und kann die Scheibe eben mit dem zerschlagen. Ob das dann tatsächlich funktioniert, ich kann es euch nicht sagen. Ich werde es an meinem Auto jetzt auch nicht testen, muss ich jetzt ehrlich zugeben. Aber wenn mal ein Unfall passiert, dann habe ich lieber das dabei wie gar nichts. Muss man jetzt auch ehrlich sagen. So, das war aber noch nicht alles. Ich habe noch ein paar Sachen hier. Ich tue jetzt einfach ein bisschen alles hier raus. Alles, was ich sehe. Und zwar habe ich noch einmal, es soll ein Ohrenreiniger sein. Die sehen jetzt tatsächlich, wenn ich sie hier so sehe, ein bisschen schmerzhaft aus. Aber das, doch, das ist gummimäßig. Ja, keine Ahnung, ob die gut sind. Ob die gut fürs Ohr sind, nicht, dass man sich da was kaputt macht. Ich werde es testen. Sehr vorsichtig testen auf jeden Fall. Sieht auf jeden Fall mega interessant aus. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ah ja, das ist nochmal so ein Rasiererhalter. Der ist eben unten für meinen Mann, für die Badewanne. Muss er noch verwenden. Und den finde ich echt gut. Der ist auch hochwertig. Der ist wirklich aus Festmetall. Und der hält bei mir bisher bombenfest. Kann ich euch sehr empfehlen. So, dann habe ich mir einmal gekauft einen Trichter. Ich dachte auch, dass der größer ist. Nein, er ist nicht größer. Es ist ein kleiner Trichter. Ja, egal. Jetzt habe ich einen kleinen Trichter, obwohl ich eigentlich einen großen wollte. Dann habe ich noch einmal gekauft. Das finde ich mega cool. Und zwar ist das so ein BH, wie nennt man das? C-Clip. Also das, wo man hinten die zwei BH-Träger zusammenklippen kann, dass man die beim Top nicht sieht. Versteht ihr, was ich meine? Also wenn man hinten so ein Top hat, das eben so in den Y rauf geht, dann kann man das verwenden, dass man hinten die BH-Träger nicht sieht, weil ich finde das grauenvoll, wenn man die BH-Träger sieht. Und finde ich einfach mega praktisch. Muss ich jetzt auch zugeben. Ja, und dann habe ich hier einmal ein Klettband. Ich weiß nicht mehr, für was ich das Klettband bestellt habe. Keine Ahnung. Aber ich habe ein Klettband. Ein grünes Klettband, weil ich mir gedacht habe, das brauche ich. Und dann habe ich mir einmal geholt. Das fand ich tatsächlich mega interessant. Und zwar ist es einmal so ein magnetisches Ladekabel. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Kann man eben runter tun. Steckt es einfach ins Handy rein und dann sollte es funktionieren. Und da hatten wir tatsächlich auch zwei verschiedene Adapter dabei. Und zwar einmal einen USB-C-Adapter noch. Finde ich sehr, sehr gut, weil ich habe auch mit USB-C, meine Kopfhörer werden mit USB-C geladen und meine Powerbank und so weiter wird mit USB-C geladen. Nicht mit USB-C, USB-Mini.
Mini. Diese, was jedes China-Teil hat und einmal USB-C haben wir, finde ich mega interessant, beziehungsweise mega praktisch. Ob das dann funktioniert, werden wir bald testen. Aber ich finde es auf jeden Fall mega cool. Das kommt auch einmal rüber und das habe ich normalerweise auch zweimal gekauft. Ich weiß nicht, ob es mein Mann schon mit hochgenommen hat. Was ich noch gekauft habe, ist einmal ein Staubsauger, ein Mini-Staubsauger fürs Auto. Also da setze ich tatsächlich nicht viel Hoffnung dran, muss ich jetzt ehrlich zugeben. Aber ich habe mir gedacht, so ein bisschen in die Ritzen reinzusaugen. Warum nicht? Ist eine sehr kleine Düse. Hier einmal die Düse. Ich denke, das kann man hier wahrscheinlich noch irgendwie so draufstecken. Und dann hier einmal, das ist ja praktisch. Das hat sogar ein Autokabel. Das wusste ich nicht. Das habe ich irgendwie übersehen. Ja, das geht jetzt auch nicht. Wenn er ein bisschen fragt, wäre ich eigentlich schon zufrieden. Lässt sich leider auch nicht gut zusammenstecken. Und hier kann man den eben draußen in den Zigarettenanzünder reintun und dann das Auto ein bisschen saugen. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Ich weiß es nicht. Und auch für den Preis, sage ich wieder, kann man auf jeden Fall nichts sagen, wenn er zumindest ein bisschen was saugt. So, ich packe den jetzt nicht weiter ein, weil ich muss ihn ja eh noch fotografieren hier. Und dann haben wir einmal einen kleinen Ventilator, weil das Problem ist, dass mein Mann in seinem Auto keine Klimaanlage hat, beziehungsweise die funktioniert nicht. Und ich habe mir gedacht, ich hole mir da einfach so einen kleinen Ventilator für die, fürs Auto. Sowas gibt's. Wusste ich auch nicht, aber sowas gibt's. Kann ich eben wahrscheinlich auch. Ach, muss ich das aufladen? Oder wie mache ich das? Hat das ein Akku? Es wird aber kein Akku haben. Wie kann ich das dann im Auto aufladen, weil es ja USB ist? Ja, tatsächlich muss ich das irgendwie anstecken. Mache ich das vielleicht mit dem Handy jetzt auch nicht. Das ist ja echt doof. Wenn es wenigstens ein Zigarettenanzünder-Dingens wäre, da wäre es okay. Aber ich weiß nicht, ob mein Mann im Auto USB-Port hat. Muss ich gucken. Aber habe ich natürlich wieder nicht geguckt. Vielleicht wäre es auch so drin gestanden. Dann wahrscheinlich wieder mein eigener Fehler. Aber wird auf jeden Fall ins Auto wandern. Und dann haben wir ja dieses Glibbiteil. Ich fand das so cool. Das ist eben dieses Glibbiteil, das man verwenden kann, um Dreck aus den Ritzen im Auto zu bekommen. Und ich muss das haben. Ja, das dürfte einmal mit. Da brauche ich, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Das hat wahrscheinlich schon jeder in so einem kleinen Video gesehen. Und dann habe ich tatsächlich was für mich gekauft, für die Arbeit. Finde ich mega praktisch. Und zwar ist das einmal ein kleiner Geldbeutel. Sehr billig, muss man ehrlich sagen. Für was das ist, keine Ahnung. Da kann man auf jeden Fall ein bisschen Karten reintun. Da kann man Karten reintun. Wo tut man hier das Geld rein? Naja, und hier kann man die Karten dann rausdrücken. Also hier kommen die Karten rein. Aber was mir das jetzt bringen soll, dass ich so Geld reinbekomme wahrscheinlich. Ob das dann hält, ich weiß es nicht. Und für was ist das hier? Ich weiß es nicht. Naja, ich werde es testen. Und vor allem, was halt auch doof ist, es hat keinen Magneten, dass es, wenn es wenigstens zusammenbleiben würde, aber es geht einfach auf. Das finde ich tatsächlich ein bisschen doof. Vielleicht, dass man das hier irgendwie reinsteckt, dass das dann hält. Aber das ist doch auch dumm. Ja, von dem bin ich jetzt tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Ja, aber wie gesagt, es sind billige Sachen. Wenn da jetzt mal was dabei ist, was nicht so wahnsinnig toll ist, okay, dann hilft es nicht. Aber ich habe jetzt nicht wahnsinnig viel Geld dafür ausgegeben, Gott sei Dank. Dann haben wir hier drin auch ein Cuttermesser. Ich wollte unbedingt ein kleines Cuttermesser haben, deswegen habe ich mir ein kleines Cuttermesser geholt. In rosa, dachte ich mir, kann man immer brauchen. dann, das ist das zweite Kabel, einmal für meinen Mann. Das andere war aber, nein, ist beide schwarz. Beide schwarz. Nehme ich auch gleich mit rüber. Dann habe ich einmal gekauft etwas in einer Schachtel. Was das ist, ich weiß es nicht. Ich weiß es immer noch nicht. Ah, ja, das sind so Lichter. Huch. Hier fällt mir alles raus. Das sind so Solarlichter, die man draußen an das Pflaster entweder kleben kann. Mensch, wie viel ist denn da noch drin? Oder dran schrauben kann. Also dran schrauben werde ich das höchstwahrscheinlich nicht, weil das, sagt's mir, weil das Stein ist. Aber dran kleben werde ich das, denke ich. Also ich glaube, dass das zum Drankleben ist hier. Wenn nicht, kaufe ich mir doppelseitiges Klebeband und mache es damit. Fand ich einfach mega interessant. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Gebe ich euch jetzt ehrlich zu. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Aber ich werde es testen. Und es sieht am Pflaster draußen dann bestimmt ganz, ganz schön aus, hoffentlich. So, dann habe ich noch zwei Sachen hier. Und zwar einmal einen Standventilator. Der dürfte mit. Leider alles ein bisschen zerquetscht hier. Genau. Ich hoffe, der funktioniert. Einmal so mit einem ganz normalen Kabel. Kann man hier reinstellen. Habe ich mir auch ein bisschen für die Arbeit geholt, muss ich ehrlich sagen. Wenn wir mal wieder warm ist, wäre mein Einsatz, dass ich mich beblasen lassen kann von dem Teil. Ja, Gadgets, kleine Gadgets halt. Und einmal, den fand ich so cool, den Mond. Der tatsächlich was ist, da bin ich jetzt gespannt. Oh, sieht doch ganz schön aus. Und dann hat man eben hier dieses Ständerteil, wo man den dann drauf tun kann. Ist doch süß.
Hättest du das gebraucht? Wahrscheinlich nicht. Aber egal. Machen wir dabei wieder aus. Aber es funktioniert wenigstens schon. Das muss man sagen. Es funktioniert. Es sieht, ja, wenn man jetzt genau hinschaut, dann sieht es nicht hochwertig aus, muss man jetzt ehrlich sagen. Aber ich glaube, dass das von Weitem schon ganz schön aussieht. Ja. So, und dann habe ich noch ein Produkt. Und zwar habe ich einmal einen kleinen Trinkwasserbrunnen für unseren Hund gekauft. Ist eigentlich ein, es steht Pet Water Dispenser da, also eigentlich für alle Tiere. Und unser Hund hat das Problem, der trinkt eben kein Wasser, das nicht fließt. Genau, also er trinkt auch bei uns nur aus dem Bidet. Nein, wir nehmen das Bidet sonst für nichts anderes her, sondern wirklich nur für unseren Hund. Und deswegen habe ich mir gedacht, hole ich das, weil wir dann versuchen können, ob unser Hund da vielleicht ein bisschen mehr draus trinkt. So sieht das Ganze aus. Das wird dann hier eben wahrscheinlich raufgesetzt. Und Wasser und Kabel und Pumpe ist noch mit dabei. Ich weiß nicht, was das ist. Ach, das wird ein Filter oder sowas sein. Ja, aber ob ich den so oft verwende, weil der wird ja bestimmt auch mit der Zeit irgendwann echt ekelhaft werden. Das ist ein Filter. Der Filter, der kommt wahrscheinlich hier rein, denke ich mal. Macht Sinn. Und dann haben wir dieses Teil hier. Das kommt, eine gute Frage. Das kommt wahrscheinlich hier so rein. Und wie kommt dann das hier dran? Da ist doch eine Beschreibung mit bei. Filter. Schlauch müsste da noch. Ah, okay. Dann kommt das am Boden hin wahrscheinlich. Und das kommt hier dran. Jetzt ist der Filter wieder rausgeflogen. Das kommt hier dran. Das kommt hier dran. Wo kommt das dann drin rein? Da ist doch Strom drauf. Finde ich irgendwie auch nicht so toll. Aber anscheinend gehört das so. Ist ja auch irgendwie doof. Also das dann hier so rein. Oh, dieser blöde Filter. Und das dann an USB jetzt drauf. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Mal gucken. Ist jetzt auch nicht das Hochwertigste, muss man sagen. Ja, wird auf jeden Fall auch runterkommen. Ich werde es probieren. Natürlich werde ich es erst selber probieren, ob man dann den Stromschlag bekommt, bevor ich meinen Hund da dran lasse. Ja, genau. Und das war tatsächlich dann alles, was ich bestellt habe. Ich würde sagen, das war auch genug. Ich werde jetzt auf jeden Fall hier ein bisschen Klarschiff machen. Ich werde nicht mehr viel machen. Eigentlich will ich bloß noch duschen gehen und das, was ins Schlafzimmer kommt, nehme ich mit ins Schlafzimmer. Aber sonst, der Rest wird erstmal hier bleiben. Ich gucke mal, was ich mit euch testen kann und was nicht. Wenn ihr wollt, dass ich die Sachen mit euch teste, dann schreibt es auf jeden Fall unten rein. Vielleicht werde ich das aber dann wahrscheinlich werde ich das überwiegend in den Vlogs testen mit euch. Genau, das geht. Nö, das war jetzt wieder typisch. Genau zum Schluss hin ist die Kamera ausgegangen. Das heißt, ich habe 30 Minuten geredet. Also wie gesagt, ich wollte mich verabschieden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Sehr gerne einen Daumen nach unten lassen, Kommentar da lassen. Was soll ich mit euch testen, was nicht. Vielleicht werde ich dann doch ein extra Testvideo dazu machen. Also in die Kommentare, was soll ich testen, wo soll ich ein Video dazu machen. Dann mache ich extra nochmal ein Testvideo. Genau. Und natürlich könnt ihr mich auch kostenlos abonnieren, unten auf den Abonnieren-Button. Die Spinne sitzt Gott sei Dank immer noch an ihrem Platz. Habe ich mich erschreckt, dass es draußen das Licht angekommen ist. Natürlich könnt ihr mich auch kostenlos abonnieren, unten auf den Abonnieren-Button und dann wünsche ich euch einen schönen Tag, eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.